So, ihr Lieben, heute wird's brutal. Also, heute wird euer lieber, knallharter, aber auch hoffentlich manchmal liebevoller Psychologe und Psychotherapeut wird euch jetzt ein spirituelles Video um die Ohren hauen. Ja, und es wird nicht wehtun, versprochen, weil ich bekomme ständig diese Fragen: Gibt es dualen Seelen? Was ist mit Seelen, Verwandtschaft und gut, also ich hatte ja schon immer auch so ein bisschen Interesse für spirituelle Sachen, ist ja wahrscheinlich nicht verborgen geblieben und finde es also super, immer spannender und denke, wie man diesen Liebeschip-Weg geht, das ist ja ein Bewusstseinsweg, da kommt mehr und mehr an die Oberfläche und Zeiten ändern sich ja auch insgesamt ziemlich und ja, ich fühle mich doch jetzt endlich ja, bereit, befugt, ausgebildet, genug, diese Fragen jetzt mal zu beantworten. Wenn ihr euch für diese Themen nicht interessiert, klickt einfach auf Weiter, klickt auf Stopp, vergesst dieses Video. Die nächsten Videos werden wieder wie immer. Überhaupt ändere ich nichts an meinem Konzept hier. Also aus meiner Sicht geht diese psychologische und spirituelle Sichtweise, die klicken wirklich wie Lego-Bausteine, tak, 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 klicken die zusammen. Ich finde das mega spannend. Aber wenn ihr sagt, ey, da habe ich überhaupt nichts mit am Hut, stopp, weiterklicken, abhaken und ja, guckt einfach die nächsten Videos wieder, geht's nochmal weiter und für diejenigen, die es interessiert, nimmt's mit, ist vielleicht eine spannende Geschichte und nochmal, was auch immer ich jetzt hier gleich sage, es ändert nichts. Nicht ein Millimeter an all den Sachen, die ich bis hierhin gesagt habe. Meine Lehre von Standards und Dealbreakern, Null Kontakt, Narzissmus, es ändert nichts daran, gar nichts. Ist vielleicht nur eine Erklärung, warum einem manchmal manche Menschen so hyper, super nah vorkommen. Gut, dann wollen wir uns mal an die Operation wagen, denke ich, gell? Gut, also ich denke, wir sind hier nicht unbedingt so das erste Mal hier in diesem Leben. Also es gibt ja viele Menschen, die ja Erinnerungen haben unter Hypnose an Vorleben, Kinder, die sich an sowas erinnern und so weiter. Ich will da jetzt auch gar nicht so mega in die Tiefe gehen, weil ich glaube, selbst diese Idee von Vorleben ist schon in der Sichtweise manchmal problematisch, weil letzten Endes auch, denke ich, auf einer höheren Ebene Zeit irgendwo eine Illusion ist und eigentlich ja, alles irgendwie so multidimensional abläuft, wie wir uns das kaum vorstellen können. Aber gut, einfacher halber sagen wir einfach mal, ja, vielleicht war jeder schon mal hier auf der Erde und hat auch Menschen, Seelen getroffen, die er jetzt hier auch wieder trifft. Und wer das mal erlebt hat, hat sicherlich das Gefühl, ja, es kann nicht sein, dass wir hier unsere, also irgendwie das Herz, die Seele weiß, irgendwie, wir sind uns irgendwie schon mal begegnet. Und ich denke, ja, das ist dann auch so, ne? Also es gibt sicherlich Menschen, die du in diesem Leben triffst, die du schon mal getroffen hast. Und wie gesagt, das ist auch, also ich bin jetzt kein Religionswissenschaftler, aber ich glaube, selbst im frühen Christentum war die Idee von Reinkarnation drin. Im Buddhismus muss man gar nicht drüber reden und ich weiß nicht was. Aber gut, ja, den Menschen bist du vielleicht schon mal begegnet und ja, das schafft ein Gefühl, ja, von Wiedererkennen, intensiver Nähe. Und das bedeutet natürlich auch, dass du mit diesen Menschen was erlebt hast und das war vielleicht nicht immer nur gut, ne? Wenn man mal so an frühe Zeiten denkt. Und vielleicht warst du auch nicht immer der nette, co-abhängige Mensch, der du vielleicht heute bist, oder der Empath, vielleicht warst du, und mit Sicherheit warst du auch mal vielleicht auf der Täterseite und hast da eventuell ja Sachen angehäuft, die vielleicht in diesem Leben ja sich irgendwie auflösen wollen, zum Beispiel, ne? Also das läuft da manchmal so. Wenn ihr das mal googeln wollt, in der spirituellen Szene unter karmischen Verbindungen, wenn ihr das mal lest, werdet ihr denken, wow, da redet ja jemand über toxische Beziehungen so, ne? Also es kann durchaus sein, dass du eben
ja, ein enges Seelenband hast mit Menschen, weil ihr eben auch unter Umständen schmerzhafte Dinge erlebt habt, wo irgendwie noch was ausgeglichen werden muss, ne? Und dieses Ausgleichen heißt es aber nicht, dass man bis ans Leben in Lebensende in einer Beziehung bleibt, sondern das heißt einfach, dass du ja, dass vielleicht diese Seele, die dich hier vielleicht irgendwo narzisstisch, toxisch malträtiert, irgendwie für dich ein, ja, ein Seelenkumpel ist, die vielleicht auf einer höheren Ebene ja, dir hilft, dass du in deine Selbstliebe kommst, in deine Kraft reinkommst. Und auf der gleichen Seite bist du vielleicht in deiner empathischen Rolle hier ein Spiegel, dass diese andere Person mehr ins Bewusstsein kommen kann, ne? Dass sie mehr aus ihrem Ego rauskommen kann, ins Bewusstsein kommen kann, allerdings nicht, indem du irgendwie eine Beziehung führst mit dieser Person, die beinhaltet emotionalen Missbrauch, Lügen, dieser ganze Scheiß. Nee, das bedeutet eben unter Umständen eben genau das, dass du eben sagst, nein, ich gehe meine Selbstliebe, also das heißt, du machst einen Dienst für dich, du gehst vielleicht auf null Kontakt und gibst dann aber auch der anderen Seele ein Feedback über ihre Rolle, dass sie eben auch noch im Täter-Opfer-Kreislauf ist und eine Chance durch dieses Weggehen und gerade durch den Nullkontakt eine Chance, die sie vielleicht ergreift, vielleicht nicht ergreift, müssen wir heute nicht drüber debattieren, ja, in ihr eigenes Bewusstsein zu kommen. Das heißt, du gibst dieser Seele unter Umständen auch einen Dienst. Ja? Und ja, und das ist eben, was man manchmal so schlecht davon wegkommt und dieses absurde Nähegefühl da ist, beinhaltet unter Umständen, ja, dass es eben diese Verbindung gibt und dass eben du erst dann dich lösen kannst von dieser Person, wenn du wirklich deine Aufgabe eben bestanden hast, ne? Und was ist zum Beispiel einer der größten Tools in der Auflösung von diesen karmischen Verbindungen? Bänder trennen. In welchem Modul ist das drin? Modul 0. Seltsame Zufälle. aber also insofern, ja, es kann sein, dass du eben irgendwo schon mal Menschen über den Weg gelaufen bist, oder Seelen, sagen wir mal, und dass sich das eben ausspielt in diesem Leben, eben in genau dieser Weise, unter Umständen in toxischen Beziehungen, natürlich auch vielleicht spielen schönen Begegnungen oder auch schönen Beziehungen, wo man sich wieder trifft. Aber das ist ja, hier geht es ja meistens darum, wenn es schief geht. Und ja, und ich denke schon nach wie vor, toxische Beziehungen, also aus spiritueller Sicht oder aus einer höheren Sicht, gibt es ja noch nicht mal, also gibt es eben die Beziehungen, die anstehen, ne? Die eben dafür sorgen, dass du die Entwicklungsschritte machst, die du machen darfst. Aber auch eben, indem du dann weitergehst und weiterziehst und es sei denn, du hast ein Thema, mit dem du dich zusammen entwickeln kannst, aber das ist ja nicht so oft der Fall. Bei den Sachen, die wir hier besprechen, aber in späteren Stationen deines Weges kann das eben durchaus passieren, dass du natürlich auch, ja, auf Seelenkumpel triffst, mit denen du dann zusammen weiterarbeiten kannst, so, ne? Wo eben andere Sachen kommen. Gut, wie man dahin kommt, das ist auch in meinem Kurs, das ist jetzt auch nicht heute Thema. Das ist mal das erste. Ja, es gibt diese Seelenkumpels. Dann geistert ja oft der Begriff Dualseelen und Zwillingsseelen. Also, was ist denn eine Dualseele? Okay, das ist jetzt echt hardcore. Dualseele ist, also es gibt ja dieses höhere Selbst, das heißt, deine Seele inkarniert nie komplett hier. Sondern, also ein Teil bleibt quasi als Rückzugsort da in der, ja, in der nicht körperlichen Welt, nennen wir das mal. Und kannst dich auch daraufhin zurückziehen, kannst Informationen daraus abziehen, wird ja auch oft drüber geredet, höheres Ich, höheres Selbst, ne? Das ist das. Und weil sowieso eben nur ein Teil hier inkarniert, könnte theoretisch durchaus ein anderer Teil von dir auch hier inkarnieren. In der gleichen Zeit. Und das, man sagt so, dass es, also man sagt ja, dass es gerade eine voll krasse Zeit ist hier auf der Erde, also auch im positiven Sinne, dass es hier gerade richtig abgeht. Und man sagt das auch, dass ja, es gerade viele Dualseelen hier sind, um halt sozusagen als zwei Aspekte möglichst viele Erfahrungen zu sammeln, auch die Mission, die man hier vielleicht übernommen hat, bestmöglich auszuführen. Und das sind aber also es sind dann verschiedene Aspekte, ja, der gleichen Seele sozusagen, was natürlich ja auch eine super krasse Anziehung macht.
Aber eben, weil es verschiedene Aspekte sind, auch extrem steiniger Weg ist, ne? Also man arbeitet sich dann extrem aneinander ab und ja, muss sozusagen ja die andere Seite seiner Seele irgendwo sich damit auseinandersetzen, was eben auch wieder diese krasse Nähe schafft, aber ist natürlich auch schwierig, ne? Es ist schwierig. Und das Hauptziel muss jetzt überhaupt gar nicht sein, dass man auch unbedingt in eine Partnerschaft geht. Das kann passieren, ist aber ein steiniger Weg. Kann auch sein, dass es ganz andere Ziele gibt hier, ne, die verfolgt werden. Und nochmal, jetzt nur, weil du jetzt vielleicht mit so einem Narzissten zusammen bist, heißt das nicht, dass das deine Dualseele ist, weil also gerade von einem anderen Seelenanteil würdest du vielleicht minimal korrekte Behandlung erfahren und nicht Missbrauch, emotionalen Missbrauch, angelogen werden, verarscht werden, und würde man vielleicht nicht unbedingt erwarten. Das heißt, wenn das passiert, würde ich jetzt erstmal nicht denken, das ist deine Dualseele, mit der du dich auseinandersetzen sollst, sondern ich würde eher denken, okay, das ist halt. Ich will jetzt keine unflätigen Wörter benutzen, aber da benimmt sich halt jemand vielleicht einfach scheiße. Ne? Und das wird man vielleicht von einem anderen Teil deiner eigenen Seele vielleicht nicht unbedingt erwarten. So, ne? Würde ich mal drüber nachdenken. Gut. Das einfach nur mal erzählbar, weil so viele denken, ich fühle diese Verbindung, es ist meine Dualseele und so weiter. Und wie gesagt, ja, könnte theoretisch sein, aber wie gesagt, deine eigene Seele wird dich nicht den ganzen Tag über den Tisch ziehen wollen, ne? Das glaube ich jetzt mal nicht so. Gut, dann haben wir noch die schöne Zwillingsseele. Das ist was viel Netteres. Zwillingsseele, sagt man, das sind Seelen, die sind quasi ja zum gleichen Zeitpunkt entstanden, gehen, ja, sind weiß ich, irgendwo sehr ähnlich, sind vielleicht auch schon, also sind gemeinsam auf die Reise hier durch diesen krassen Kosmos gegangen. Ja, sind so wie, ja, weiß ich nicht, Buddies, Bonnie und Clyde, keine Ahnung. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte, weil das ist ja eine Seele, der du dich super verwandt fühlst, auch dieses krasse Nähegefühl, es hat aber nicht dieses edgige, muss man sich erst abarbeiten. Also das können dann wirklich Begegnungen sein. Ja, die wirklich von ersten Moment mega laufen, alles passt, überhaupt keine Irritation, es ist total cool, man versteht sich, man weiß, wie man tickt, es gibt diese Nähe, aber eben nicht dieses. Diese krassen Schmerzkörper-Geschichten, wo man sich ständig fertig macht und ich weiß nicht was. Und ja, also wenn man da eine nette Variante haben will, dann ist man vielleicht echt total cool, wenn man eine Zwillingsseele trifft, ne? Und aber eben auch da, also es kann nur deine Zwillingsseele sein, die sich nicht von morgens bis abends fertig macht und ich weiß nicht was, malträtiert, also der ganze Scheiß, also da geistern ja auch so viel Videos im Internet rum und ja, ich bin persönlich überzeugt, dass es so ist und ich mache jetzt, meine, ich finde es auch echt schwierig, jetzt mal so ein Video zu machen. Aber ich muss ja auch mal um ein kleines Risiko eingehen, dachte ich mir. Und aber weil es da wirklich so viele Leute beschäftigt und ich sehe mich ja auch irgendwo als Dienstleister hier für euch, dachte ich mir. Und auch meiner Ansicht nach so viel falsche Informationen darüber im Umlauf sind, dachte ich mir, gut, beiß ich mal den sauren Apfel, mach dieses Video. Und, aber ich finde diese ganzen Zusammenhänge so cool, ich weiß nicht. Kann das nicht irgendwie alles für mich behalten und in diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen.